Trauer um ein bekanntes Gesicht der Traumschiff-Crew. Schauspieler Horst Naumann ist tot. Der TV-Star starb im Alter von 98 Jahren. Der Schauspieler starb bereits am 19. Februar, berichtet die Bild-Zeitung. Naumann war in TV-Klassikern wie der Schwarzwaldklinik oder Bei uns daheim zu sehen. Von 1983 bis 2010 gehörte er als Schiffsarzt Dr. Horst Schröder zur Besatzung des Traumschiffs. Horst Naumann begann seine Schauspielkarriere nach dem Zweiten Weltkrieg an Theatern in ganz Deutschland. 1953 erhielt er seine erste Filmrolle als Unteroffizier Heinz Kersten in dem Spielfilm Das geheimnisvolle Wrack. Zahlreiche weitere Filmrollen folgten.